fahren jetzt direkt in die Kornplantage. Hi, mein Name ist Christopher und das ist mein Kollege Michael von Bleed Organic Clothing. Und wir befinden uns hier in Portugal, in den Monteiros, hier wo die tollen Korkeichen wachsen. Aus diesen Korkeichen, aus dieser Rinde der Korkeiche, hat Michael ein einzigartiges Produkt entwickelt, was wir mit euch zusammen auf den Markt bringen wollen und mit dem wir dann die Streetwear-Branche ein Stück weit nachhaltiger, sozialer und vor allen Dingen auch ökologischer gestalten werden. Bleed steht seit 7 Jahren für innovative, nachhaltige Streetwear. Letztendlich ist jetzt hier das neue Projekt Kork für uns. Eine pflanzliche Alternative zu Leder, eine vegane Alternative. Ist eines der innovativsten Materialien, was uns die Natur gibt. Und ja, deswegen sitzen wir jetzt hier. Michael hat jetzt seit 2 Jahren an einer Produktneuheit gearbeitet. Und dabei handelt es sich um eine Korkjacke tatsächlich. Leder war für mich definitiv keine Alternative, auch kein Kunstleder. Kunstleder zum einen, weil es einfach aus Rohöl hergestellt wird, weil es wieder Plastikmüll bedeutet für unseren Planeten und es einfach, wir brauchen keinen Plastikmüll mehr. Und Leder ist für mich keine Alternative. Erstens, weil Tiere dafür sterben müssen. Zweitens, was viele nicht wissen, Leder ist extrem mit Chemikalien belastet. Leute, die Leder gerben, werden teilweise nicht mal 50 Jahre alt. Leder ist extrem mit Chrom belastet. Was natürlich dann wieder auch ins Grundwasser gelangt, was unseren Planeten verseucht. Deswegen haben wir auch gesagt, kein Leder. Und wenn du über Tierleiden nachdenkst, ist es einfach Fakt, Kühe werden dafür gehäutet unter qualvollsten Bedingungen und sie sterben natürlich, vollkommen klar. Deswegen sitzen wir hier auf einer Korkeiche. Das ist die pflanzliche Alternative und wir müssen nur zugreifen. Die Natur gibt es uns und das ist der beste nachwachsende Rohstoff für dieses tolle neue Produkt. Michael, genug erklärt, zeig doch mal her die Jacke. Schwarz gefärbtes Kork verleiht dem Ganzen eben einen Lederlook und auch ein bisschen so die Haptik. Das ist die Damenjacke, sehr schön hier, mit schönen Zippern überall, glänzenden, tolles Teil, kurz geschnitten. Dann haben wir hier noch einen schönen Korkgürtel. Hier haben wir den schönen Geldbeutel. Ja, ist extra klein gestaltet. Und dann haben wir hier noch diese Pocket Tees. Da haben wir eben schön diese aufgesetzte Tasche. Das Ganze natürlich gefertigt aus Organic Cotton in gewohnter Bleed-Qualität. Natürlich klar, wir können davon natürlich keine Einzelstücke produzieren. Das Ding muss natürlich in eine Produktion gehen und dafür brauchen wir eine Mindestabnahmemenge. Und diese Mindestabnahmemenge können wir natürlich nur erreichen, wenn wir euch als Crowd dabei haben und ihr als Crowd-User wirkt und genügend Stückzahlen davon bestellt werden. Nur dann kann das Teil auf den Markt kommen. Mit dieser Nuss hat alles angefangen und das super tolle nachhaltige Produkt ist letztendlich daraus geworden nach 2 Jahren Entwicklungszeit. Wir brauchen euch, um diese Produkte wirklich auf den Markt bringen zu können und wir danken euch jetzt schon für eure Unterstützung.